Ja, einen wunderschönen guten Morgen an uns hier nochmal in Karlsruhe, City Gemeinde. Ich grüße euch. Schön. Applaus, okay? Damit ich weiß, dass ihr da seid und wach seid und mir zuhört. Und auch einen wunderschönen guten Morgen an Sie zu Hause, liebe Fernsehzuschauer. Auch wenn Sie jetzt Applaus klatschen würden, leider würde ich es nicht hören. Aber Sie brauchen auch kein Applaus klatschen. Es ist mir viel lieber, Ihr Herz ist dabei, Ihre Sinne sind dabei und seien Sie gesegnet heute. Ich möchte noch einmal unseren Lobpreis von eben, wir haben Lieder gesungen und da war ein Text dabei, der hat mich doch sehr angesprochen. Du bist gut, hieß dieses Lied und der Text lautet, du bist mehr, als ich je bestreiten kann. Du bist Herr, alle Schöpfung betet an. Du bist hier, stellst mich völlig wieder her. Du bist Gott, alles andere lass ich los. Wow, wissen wir manchmal, was wir singen? Gott ist hier. Und Gott möchte uns und auch Sie, liebe Zuschauer, verändern. Er möchte uns verändern. Das ist gewaltig, das ist groß, das ist einfach wunderbar. Und dann komme ich schon zu unserem Predigtthema von heute. Und es lautet, wie lenkt Gott mein Leben? Hast du dich das schon einmal gefragt? Wie lenkt denn Gott mein Leben? Stehst du manchmal an einer Kreuzung und denkst, wie lenkt jetzt Gott mein Leben? Oder stehst du manchmal in der Wüste und fragst dich, hat Gott mein Leben gelenkt? Oder wie geht es dir heute, jetzt, in diesem Moment, mit dieser Frage, wie lenkt Gott dein Leben? Das ist eine wunderbare Frage. Und es gibt auch eine wunderbare Antwort. Und sie lautet, Gott lenkt dein Leben. Aber damit wird die Predigt jetzt etwas kurz. Ich sage noch etwas dazu. Die einfachste Art und Weise, wie Gott unser Leben lenkt, ist, er tut es einfach. Er lenkt es einfach. Es geschieht, es ist da. Wir brauchen nichts zu tun. Gott macht unser Leben, Gott gestaltet unser Leben, er nimmt Einfluss. Wir haben nichts damit zu tun. Gott tut's. Das wäre und das ist die einfachste Möglichkeit, wie Gott unser Leben lenkt. Auch eine wunderbare Möglichkeit, weil Gott möchte uns lenken. Er möchte uns Gutes tun. Er liebt uns. Hast du das gewusst, dass Gott dich liebt? Hast du das gewusst? Ja, hast du das gewusst? Das muss da reingehen. Gott liebt dich. Ich sag's noch einmal. Gott liebt dich. Und alle guten Dinge, Gott liebt dich. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Denn wenn Gott liebt, dann tut er alles, was gut ist. Für wen? Für dich. Und manchmal möchte Gott, ja, dass er nicht alles alleine tut, sondern er möchte unsere Mitarbeit. Er möchte, dass wir auch einen Teil dazu beitragen. Er möchte ein Miteinander, ein Untereinander, ein Er und Ich. Und so hat Gott einfach eine Verbindung geschaffen. Er hat eine Verbindung in uns hineingelegt. Und wir kennen auch aus dem Johannesbrief, Kapitel 10, Vers 27, das Wort, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wer ist sie? Das bist du, ja, sie folgen mir. Und wer kennt diese Stimme? Ja, wir kennen diese Stimme. Das ist Gott. Gott hat eine Verbindung in uns hineingelegt
wo es heißt, meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen mich, sie folgen mir. Und das sind wir. Er liebt uns. Sein Wort, wir hören seine Stimme. Und dies geschieht, und es ist im Johannesevangelium Kapitel 3, 3 beschrieben, durch die Annahme von Jesus Christus wird eine Verbindung hergestellt. Es geschieht eine Erneuerung im Geist, eine Wiederherstellung von etwas, was zerschnitten war. Eine Wiederherstellung von etwas, was nicht mehr vorhanden war, was getrennt war. Und durch diese Annahme Jesu Christi wird eine Verbindung wiederhergestellt, wo eine erneute Kontaktaufnahme, ein erneuter Austausch, ein erneutes Miteinander möglich ist. Dieser sogenannte Christ. Wer ist das nochmal? Ja! Man nennt ihn wiedergeboren, man nennt ihn neugeboren. Er hat die Verbindung wiederhergestellt. Er ist online, er ist da. Die Verbindung existiert. Jesus ist hier. Die Verbindung zu Gott besteht. Und wer dies nachlesen möchte, und ihr habt sicherlich alle eine Bibel, dies ist in Johannes 3, 3 beschrieben. Lest in der Bibel, lest es nach, zieht es heraus. Das ist wunderbar erklärt. Und wenn wir schon bei diesem Wort online waren, ich glaube, diese Sprache ist heute geläufig. Vor 2000 Jahren gab es dieses Wort noch nicht, aber vielleicht hätte man es auch damals verwendet. Und durch diese Verbindung, die da hergestellt ist, das könnte man sich vorstellen, ihr jungen Leute, wie eine WLAN-Verbindung, wie ein Datennetz, Handy, Internet, ja, eine Verbindung ins Internet. Da war doch mal, wenn ich so einen Scherz am Rande sagen darf, war die Frage, Mensch, sagt die Oma, früher hatten wir keine Handys und keinen PC. Und dann war die Frage, ja, aber Oma, wie kamst du dann ins Internet? Wir haben ein himmlisches Internet. Gott spricht, wir hören es. Und der Heilige Geist ist diese Leitung. Der Heilige Geist ist dieser Datenüberträger. Und von wem bekommen wir diese Leitung gestellt? Von Jesus Christus. Jesus Christus ist derjenige, der diese Leitung uns stellt. Und der Heilige Geist ist dieser Datentransfer. Und so besteht diese Verbindung von Gott zu dir. Denn du bist Christ. Du hast Jesus Christus angenommen. Und du kannst darauf vertrauen, dass diese Verbindung da ist. Es ist Gott, der dich liebt. Und er spricht in dein Herz ganz direkt hinein. Und ich sage dir, er spricht heute Morgen ganz direkt in dein Herz hinein. Und er spricht immer wieder in dein Herz hinein. Wir haben ein Buch bekommen, das dieser Heilige Geist inspiriert hat. Und dieses Buch, es ist die Bibel. Und wenn wir darüber sprechen, wie lenkt Gott unser Leben, da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, indem wir dieses Buch aufschlagen und in dieser Bibel lesen. Diese Bibel ist geschrieben für den Menschen. Sie ist geschrieben über Gott. Wir lesen darin Dinge, wie Gott uns gerne sehen würde. Wie Gott uns nicht würde, sondern wie er uns sieht. Wie er dich sieht. Er liebt dich. Und er beschreibt dich in diesem Buch, wie wunderbar und köstlich du bist. Wie wunderbar und köstlich dein Angesicht vor ihm ist. Das ist wunderbar. Das Lesen der Bibel ist eine tolle Sache. Und hier hat auch dieser Heilige Geist, ihr wisst, Internetverbindung, direkter Draht. Übrigens, auch hier gibt es eine Flatrate. Immer wieder Heiliger Geist. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann hat der Heilige Geist die Möglichkeit, dir eine Stelle deutlich zu machen. Er spricht durch die Bibel. Du liest eine Stelle und er spricht, er springt dich förmlich an und du weißt, Gott redet zu mir. Und hier beginnt es, Gott lenkt dein Leben.
indem du die Bibel liest und etwas du aufnimmst und weißt, es springt dich an. Gott spricht durch diese Bibelstelle durch mich. Und es geschieht durch diese Verbindung im Geist. Gott spricht durch das Lesen der Bibel. Er spricht dich an. Aber Gott lenkt unser Leben auch noch durch andere Dinge. Zum Beispiel durch die Situation, in der wir sind. Es gibt Situationen im Leben, die sind herausfordernd. Es gibt Situationen, die sind einfach, wie sie sind. Und manchmal sagt uns diese Situation etwas aus, wohin wir gehen sollen, was wir ändern sollen, wohin unser Weg gehen soll oder wie ich mich verändern soll. Manchmal kommen Situationen immer wieder, damit ich etwa lernen kann. Horcht auf, wenn Situationen kommen, wenn sie da sind, wie wir uns verhalten sollen in diesen Situationen. Gott kann darin unser Leben lenken. Gott kann damit sagen, geh in diese Richtung oder geh in diese Richtung oder mach Stopp. Und eines ist ganz, 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 ganz wichtig. Du musst online sein. Du musst Gott fragen, was ist in dieser Situation? Nicht einfach sagen, nun, es ist, ich soll wohl nicht, es hat wohl nicht zu klappen. Nein, du musst googeln, du musst forschen, du musst hören, du musst Gott fragen, was soll ich tun in dieser Situation? Gott, möchtest du mir etwas damit sagen? Und vielleicht sagt Gott dir, denk mal drüber nach, was du getan hast. Solltest du etwa dein Verhalten ändern? Gott spricht durch die Situation. Hören wir zu und gehen wir jede Situation, gehen wir sie mit einem Respekt an. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 20 steht und sagt, dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sagt Dank. Wisst ihr, dieses Dank sagen, dieses Annehmen, dieses Verarbeiten, das mit Gott in dieser Situation stehen, dies öffnet uns die Wege. Und Gott kickt uns einen Schritt weiter. Sagt Dank in allen Situationen, in denen ihr steckt. So spricht Gott, so lenkt Gott unser Leben durch Situationen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Sprache des Geistes. Und dies ist auch gut beschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, da spricht Paulus über die sogenannte Zungenrede, über diese in fremden Sprachen reden, ist jetzt nicht allen so geläufig, aber es ist ein Moment der Bibel, es ist eine Aussage der Bibel, die Wahrheit ist. Und in dieser Sprache sprechen wir zu Gott, in dieser Sprache reden wir zu Gott, in dieser fremden Sprache sagen wir Dinge, die wir eigentlich gar nicht verstehen. Und so zeugt es die Bibel. Und so wie wir reden auf diesem Weg, spricht auch Gott zu uns durch seinen Geist. Er spricht zu uns mit seinem Wort. Und auch in Matthäus Kapitel 4, Vers 4 steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Hier ist dieser reale Wille Gottes gemeint. Und er kann dich ansprechen, indem du das Wort Gottes liest in der Bibel. Es kann dich ansprechen in der Situation, dass Gott dir ein Wort schenkt, dass du etwas hörst, dass du etwas weißt. Dieses direkte Wort Gottes, das in dich hineingeht und dich verändert und du weißt, ja, Gott spricht zu mir. Und was ist es? Es ist Leben. Gott spricht Leben in dich hinein, aus seinem Mund hinein in dich. So lenkt Gott unser Leben. Wenn dies so ist, so kann es durchaus sein, dass wir im Inneren berührt werden, dass wir in einer Situation stehen
und wir sind angerührt. Ich meine damit nicht unser Verstand, unser Intellekt, sondern wir nehmen plötzlich etwas wahr und sind angerührt. Eine Sprache Gottes, in der du dann genau weißt, ja, diese Situation, sie ist für mich. Oder du siehst etwas vor deinem geistlichen Auge. Ein Bild, ein Wort, ein Satz, eine Redewendung, eine Vision, ein Zweischau. Du siehst die natürliche Ebene und siehst in deinem Inneren etwas Übernatürliches, von Gott Gegebenes. So kann Gott dir einen Hinweis geben in jener Situation, einen Auftrag, etwas für einen anderen Menschen, als Bote. Gott spricht mit dir und sagt dir etwas. Und Gott lenkt. Das ist Reden Gottes, indem er dir etwas schenkt. Sei offen dafür, sei wachsam dafür, sei bereit dafür, dass Gott dein Leben lenkt in einer solchen Art und Weise. Du kannst eine Empfindung wahrnehmen, eine emotional-geistliche Regung. Und Gott kann reden dadurch. Aber Achtung, nicht alles, was wir wahrnehmen, denken, fühlen, hören, ist von Gott. Es kann genauso von deiner Seele sein. Es kann genauso von woanders herkommen. Deshalb immer wichtig online. Immer wichtig ins Internet gehen und nachforschen. Gott, hast du das gesagt? Gott, war das von dir? Gott, ist das dein Reden? Gott, ist das dein Lenken? Wir müssen Austausch haben, Verbindung haben. So spricht Gott in unserem Leben. Und oftmals ist es so, dass du irgendwo in einer Situation bist und eine Unzufriedenheit erfüllt dich. Irgendwas plagt dich, irgendwas merkst du, das ist nicht ganz rund und ich weiß auch nicht genau wie. Es könnte Gott sein, der dein Leben lenkt. Es könnte Gott sein, der dich vielleicht an etwas erinnern möchte, an etwas hindern möchte. Auch Paulus wollte mal irgendwo hin und er sagte, der Geist hat mich gehindert. Der Geist wollte es nicht. Wir spüren manchmal diese Unzufriedenheit in einer Situation. Aber auch hier wieder höchste Vorsicht. Es könnte dein Wunsch oder dein Bedürfnis sein, was diese Unzufriedenheit auslöst. Auch hier musst du forschen. Gott, sag mir, ist das von dir oder kommt das von mir? Immer wieder diese Verbindung, diese Einheit mit Gott. Das ist so, so, so wichtig. Auch wenn wir beten und wir möchten etwas erreichen, wir möchten einen Weg gehen, wir benötigen eine Antwort. Häufig spricht Gott und lenkt Gott, indem er uns einen inneren Frieden schenkt. Indem wir spüren in unserem Inneren, ja, ich habe Freiheit. Ja, es ist etwas wie ein grünes Licht. Ich stehe in der Ampel und das grüne Licht kommt. Es geht weiter. Ja! Und das spüren wir in unserem Inneren. So redet Gott, so lenkt Gott und sagt, jawohl, freie Fahrt, geradeaus. Genauso kann der Button auch rot sein. Irgendwie, ich weiß nicht, das fühlt sich so, ich habe nicht die Freiheit. Du spürst es, du nimmst es wahr. Sprich Gott an. Gott, bist du das? Gott, kommt das von dir? Kann ich das auseinanderhalten, ob das ich das nur gerade nicht möchte oder ob du es bist, der mir hier ein Stoppsignal setzt? Also wir dürfen mit diesen Dingen nicht oberflächlich umgehen. Sie können uns schnell in die Irre leiten. Wir brauchen diese High-Speed-Verbindung nach oben. Himmlisches Internet, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und so spricht auch Gott durch andere Menschen. Du gehst durch dein Leben und hörst zum dritten, zum fünften Mal etwas, was dir gestern und vorgestern auch schon mal jemand gesagt hat. Hallo, Achtung, wer spricht hier? Hier spricht die Polizei. Nein, hier spricht Gott. Gott spricht zu dir. Er macht dich aufmerksam. Hey, hör zu, da ist etwas. Und dann musst du was tun? Forschen. Gott, bist du das? Gott, was möchtest du mir sagen? Gott, ich höre, zeig mir den Weg, mach es mir deutlich.
Was soll ich tun? Sprich mit ihm. Geh auf Sendung, geh online, sprich mit ihm. Manchmal, liebe Männer, spricht Gott durch eure Frauen. Ich weiß, das wollt ihr nicht hören. Aber manchmal, liebe Frauen, spricht auch Gott durch eure Männer. Es ist manchmal schwierig, in Beziehungen zu hören. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, Gott spricht durch unsere Partnerschaft. Es sind Menschen, die dich kennen. Es sind Menschen, die einen Draht zu dir haben. Und oftmals sprechen sie die Wahrheit. Und wenn du so etwas hörst, auch wenn es dir nicht gefällt, was tust du? Online. Gott, möchtest du mir einen Hinweis geben? Ich weiß, hört sich etwas ungewohnt an für mich. Aber ich glaube, da möchtest du mir etwas zeigen. Und dann lenkt Gott uns. Wisst ihr, Gott möchte nicht unseren Stolz nähren. Gott möchte unsere Demut nähren und hervorbringen. Und manchmal geht diese Demut ja auch in Situationen, wo wir nicht recht behalten, wo wir erkennen, okay, gib zu, war nicht so grün. Doch da steht auch geschrieben, den Demütigen gibt Gott Gnade und erhöht sie zu seiner Zeit. Und Gott macht es, der dich hochhebt. Jesus sagte auch schon, lernt von mir, ich bin von Herzen demütig. Das tut uns gut, das bringt uns voran. So lenkt Gott unser Leben. In der Bibel lesen wir auch, dass Gott hörbar sprechen kann. Wir lesen es öfters, dass Gott spricht deutlich, hörbar. Es kann sein, dass andere Menschen es auch hören. Es kann aber nur sein, dass auch dieser Mensch diese Sprache, dieses Wort Gottes hörbar, real hört. Ich denke, es kommt relativ selten vor für uns, aber Gott spricht, wie er sprechen möchte. Es ist seine Entscheidung. Und wenn du diese hörbare Stimme vernimmst, dann frag nach, Gott, bist du das? Dann spricht Gott zu dir. Ich habe auch schon von Menschen gehört, die eine Erscheinung hatten, die im Bett lagen, die Tür geht auf, nachts wohlgemerkt. Zunächst mal nicht sehr angenehm, gell? Und es kommt eine Gestalt herein, ein Engelwesen herein. Und Friede erfüllt diesen Raum. Es ist real. Wenn Gott kommt, wenn Gott reden möchte, er hat Mittel und Wege, zu dir zu sprechen. Auch als ich heute Morgen in meiner persönlichen Vorbereitung zu diesem Gottesdienst war und ich gebetet habe, da fiel mein Blick auf ein Buch im Schrank, ein dickes Buch im Schrank, und ich hatte dieses Empfinden, ich soll dieses Buch lesen. Mein erster Gedanke war, ich habe jetzt keine Zeit zum Lesen. Auch noch so ein dickes Buch. Ich habe jetzt etwas anderes zu tun. Doch dann habe ich mich besonnen. Wie war doch mein Predigtthema? Ich habe es genommen. Ich musste erst 10 andere Bücher abtragen, um daran zu kommen. Es war ein kleiner Zettel darin, ich dachte, okay, hier schlage ich auf, ich schlage auf, und die Überschrift war Gottes Wege kennen. Ich dachte, wow, meine Predigt. Ich war angetan von dem, dass Gott in einer sehr ungewöhnlichen Situation, wo ich doch etwas Wichtiges zu tun hatte, zu mir spricht. Aber ich bin darauf eingegangen, und manchmal müssen wir diesen mutigen Schritt tun, dieses Ungewöhnliche, Unerwartete zu tun. Gott spricht, wann er sprechen möchte. Gott lenkt, wie er lenken möchte. Und Gott gibt auch Situationen, die er geben möchte. Manchmal können wir sie uns nicht heraussuchen. Aber eines ist sicher, es ist gut für uns. Er liebt uns. Und auch in dieser Geschichte wurde dann erzählt, wie eine Frau, die in Afrika missionarisch tätig war, sie war schwer erkrankt, hatte keine Hilfe, hat sehr viel gebetet.
Und ihr kam dann eine Kassette eines Predigers in die Hände und sie nahm Kontakt auf, telefonisch mit diesem Prediger. Dieser Prediger war der Verfasser dieses Buches. Sie kamen in ein Telefongespräch und dieser Prediger konnte dieser Frau am Telefon helfen. Er konnte ihr ein Wort sagen. Und ab diesem Zeitpunkt verschwanden ihre Beschwerden. Wow! Gott kennt uns. Und Gott lenkt unser Leben in Afrika, irgendwo in der Wüste, irgendwo weiß er unser Leben zu lenken. Und da glaube ich, dürfen wir hoffen, dürfen wir daran festhalten. Gott lenkt dein Leben. Das ist begeisternd. Nur manchmal dieser ungewohnte Schritt. Kann das denn wirklich sein? Und darauf antworten wir mit einem deutlichen, klaren Ja, das kann sein. Die Bibel zeugt davon. Und wenn wir Antworten suchen, wenn wir Antworten haben wollen, so kommt in die Gegenwart Gottes. Kommt hinein im Gebet, zu Hause, egal wo du bist. Komm und suche seine Gegenwart. Geh in eine Kirchengemeinde. Geh in eine Gemeinde, wo Menschen versammelt sind, die Gott anbeten, die seine Gegenwart suchen. Hier spricht Gott gerne von Mensch im Gottesdienst, in der Musik, in der Predigt. Gott spricht zu dir. Geh in eine Gemeinde in deiner Nähe, suche sie auf und lasse dich von Gott in deinem Leben lenken. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, was du in unserem Leben tust. Jesus, und ich möchte uns alle hier segnen. Und ich möchte auch, liebe Fernsehzuschauer, sie zu Hause segnen. Und ich möchte Jesus danken, dass Jesus seine Hand auf sie zu Hause legt, auf uns legt und deutlich wahrnehmbar zum Ausdruck bringt, ich bin da, ich bin da für dich. Und ich wage es zu sagen, ich liebe dich. Ja, Gott sagt, ich liebe dich zu dir. Und dies ist Wahrheit. Dies wurde in der Bibel geschrieben, das haben Menschen erlebt. Es gibt Zeugnisse darüber, es ist eine Realität. Gott liebt dich. Und sei du offen dafür. Und ich bete, dass Gott uns öffnet, dass Gott unsere Herzen öffnet, unsere Sinne öffnet, ihn zu erleben, ihn hereinzulassen, zu sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du da bist. Lenke du mein Leben. Amen.